Jo, mein Lieben, herzlich willkommen zu meinem kurzen Infovideo. Ihr seht es ja auch schon an den Bildern, die ich jetzt hier extra nochmal für euch hinzugefügt habe. Ich wollte euch nur kurz informieren, dass ich jetzt morgen, den 19.04.2016, dass ich jetzt erstmal an sich keine Videos an sich verfolgen kann bei meinem Let's Play-Kollegen, beziehungsweise, dass ich selbst Videos hochladen kann. Denn mein Rechner wird nämlich jetzt ab dem 19.04. erstmal wieder im Computerladen erstmal wieder drin sein. Nein, nicht, weil mein Computer wieder einen Virenbefall hat. Nein, ganz im Gegenteil, er ist sauber. Nein, es hat eventuell was mit meiner Grafikkarte zu tun, weil ich habe mir nämlich jetzt Anfang April habe ich mir nämlich jetzt ein komplett neues Wimmelbildspiel mir mal gönnen wollen. Und an sich konnte ich es installieren, aber ich konnte nicht in das Spiel hinein, weil da kam irgendwie eine Fehlermeldung, dass meine Grafikkarte eventuell nicht ausreicht für dieses Spiel. Kann auch sein, dass das eventuell auch nur am Prozessor liegt, ich weiß es jetzt nicht. Also die MyT hat zu mir auch über Skype gesagt, es könnte nicht unbedingt am Betriebssystem liegen, sondern eher an der Grafikkarte. Und da werde ich mich halt morgen informieren, ob die das so machen können, dass sie erstmal nur die Grafikkarte, also die Grafikkarte, die ich jetzt in meinem Rechner drin habe, entferne und dafür eine nägelneue Grafikkarte mit einbauen können und auch, wie gesagt, einen komplett neuen Prozessor, der auch ein bisschen besser ist als der, den ich jetzt habe. Ne? Weil das wäre halt doof, wenn ich euch jetzt die komplett neuen Wimmelbildspiele euch nicht zeigen könnte. Ne? Das wäre auch ein bisschen mehr als blöd. Deswegen werde ich ab morgen erstmal nichts machen können auf YouTube. Ich hoffe, ihr habt so lange Geduld bei den Zuschauern, die mich jetzt gerne gucken. Und ja, ich weiß allerdings auch nicht, wie lange das dauert. Es kann sein, dass das nur vielleicht ein paar Tage dauert. Es kann aber auch sein, dass das vielleicht ein bis zwei Wochen dauert. Ne? Nur, dass ihr dann Bescheid wisst und nicht wundert, warum ist der Luffy jetzt auf einmal so inaktiv geworden. Ne? Also, ihr wisst jetzt den Grund, ne? Dass halt mein Rechner dann erstmal im IT-Laden drin ist. Ja, ich habe gestern noch die nächste Aufnahme von Donkey Kong Country aufgenommen. Also bin jetzt mit dem fünften Gebiet jetzt komplett durch. Heißt, ich muss jetzt nur noch ein Gebiet machen und zwei Bosse und dann bin ich auch schon mit dem Teil auch an sich durch. Und dann kommt auch wieder ein schönes anderes Retro-Game-Spiel, was an sich auch nochmal ein Jump'n'Run-Spiel sein wird. So viel kann ich euch jetzt schon mal verraten. Nee, also das wollte ich euch nur kurz sagen. Ihr wisst Bescheid. Ab dem 19. kann ich mich jetzt erstmal bei keinem Let's Play-Kollegen melden oder ich irgendwie Videos angucke oder dass ich halt, wie gesagt, selbst Videos hochladen kann. Also ich bin jetzt erstmal ab dem 19.04. erstmal aus dem Verkehr gezogen, dass ich halt nichts machen kann auf YouTube. Aber ich werde das Ganze natürlich nachholen, ne? Versprochen. Ja, ansonsten wünsche ich euch trotzdem noch bis dahin einen schönen Tag und wie gesagt, sobald ich meinen Rechner wieder habe, dann werde ich wieder schön fleißig sein auf YouTube, ne? Also, habt noch eine schöne Woche und wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder zu meinem Donkey Kong Country Let's Play. Bis bald, tschüss!